Bessere PowerPoints mittels künstlicher Intelligenz, geht das? Ja, das geht. Und zwar mit dem Add-in Expert Slides. Was es damit auf sich hat und wie ihr das Tool Schritt für Schritt entsprechend nutzen könnt, das zeige ich euch in diesem Tutorial. Und wie immer lohnt es sich, bis ganz zum Ende dran zu bleiben, denn da gibt es kein Sonderangebot, sondern ein besonderes Guilty Pleasure meinerseits, was wiederum ein Vorteil für euch ist. Expert Slides funktioniert mit PowerPoint unter Windows und macOS. Und um dieses Tool zu nutzen, braucht ihr PowerPoint ab Version 2016. Das heißt, wenn ihr zufälligerweise ein 6 Jahre altes Office rumliegen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr dieses Add-in nutzen könnt. Um jetzt dieses Add-in hinzuzufügen, geht ihr auf Einfügen, geht auf Add-ins abrufen und gebt hier im Suchfeld einfach Expert Slides ein. So, und da ist auch schon das Add-in. Wir klicken hier auf Hinzufügen, gehen auf Weiter und schon wird im Hintergrund das Ganze installiert. So, alles klar. Und wenn das Ganze installiert ist, müsst ihr euch dann kostenlos registrieren. Das ist, finde ich, der einzige Nachteil an diesem Tool. Aber ich habe das mal für euch gemacht, so dass ihr hier entsprechend gucken könnt, was ihr mit diesem Tool alles machen könnt. Wenn ihr euch angemeldet habt, seht ihr ja schon auf der rechten Seite, dass hier unterschiedliche Vorlagen erscheinen. Und wie ihr seht, das sieht schon alles sehr, sehr schick aus. Und wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr auch, was sich dahinter verbirgt. Ihr seht also, ihr habt hier sehr viele Folien zu einer entsprechenden Farbe und beziehungsweise zu einem entsprechenden Bereich. Und hier seht ihr gleich als erstes, es gibt die normalen Folien und die Pro-Folien. Die Pro-Folien gehören zum kostenpflichtigen Angebot, was ihr unten entsprechend anklicken könnt und kaufen könnt. Wir bleiben aber in diesem Tutorial bei der freien Version, denn Expert Slides hat sich ja auch zum Ziel gesetzt, dass alle möglichen Leute auch kostenfrei hier gute Präsentationen sich zusammenklicken können. Und dazu nutzen die entsprechende KI-Algorithmen, so möchte ich sie einfach mal nennen, die dafür sorgen, dass diese Folien besser navigierbar sind. Wie ihr seht, die ganzen Folien sind nicht überladen, sondern sind schon relativ aufgeräumt und strukturiert, sodass ihr von diesen Erkenntnissen, die Expert Slides mit ihrer KI gemacht hat, profitieren könnt. Wenn wir jetzt also hier auf eine dieser freien Folien klicken, dann erscheint die gleich hier auf der linken Seite. Das heißt, ihr könnt euch hier eine PowerPoint ganz einfach zusammenklicken und könnt eine ganz einfache Präsentation erstellen. Nun schauen wir uns noch mal ein bisschen so die anderen Sachen an. Ihr geht also hier auf den Pfeil zurück und dann könnt ihr euch auch noch andere Folien hier noch mal mit reinbringen. Also ihr klickt euch erstmal das zusammen, was ihr haben wollt. Und wenn ihr sagt, Mensch, diese Folie möchte ich gerne öfter nutzen, dann klickt ihr hier auf dieses Herzchen. Und das findet ihr dann hier unter diesen Favoriten wieder. Dann könnt ihr hier klicken und dann habt ihr das immer gleich zur Hand. Das heißt, das hier ist ein netter Shortcut, der euch dabei hilft, eure Folien richtig gut zu machen. So, das ist also das erste Feature von Expert Slides, was euch hilft, hier sehr einfach solche Folien zu erstellen. Eignet sich natürlich vor allen Dingen dann, wenn ihr neue Folien erstellt oder vielleicht auch alte Folien ein bisschen schicker anpassen wollt. Aber was ist nun mit dieser Farbigkeit? Denn ich denke mal, die meisten von euch sind vielleicht nicht so einverstanden mit diesem bunten Kauderwelsch hier, sondern ihr wollt möglichst ein einheitliches Design haben, was an eure Firma oder eure Institution anschlussfähig ist. Nun, dafür gibt es einen ganz einfachen Trick und den zeige ich euch jetzt im zweiten Schritt. Nun wollen wir dieses Design hier einheitlicher machen. Dazu wähle ich hier erstmal alle Folien aus. Ich drücke STRG und A. So. Alles ausgewählt und als nächstes gehen wir hier auf der rechten Seite auf diese Palette. Da können wir nämlich die Farbauswahl festlegen. Ihr geht also hier auf eigene Farben benutzen und anschließend gehe ich hier einfach über dieses Suchfeld, weil mir PowerPoint einfach zu kompliziert ist und sage eigene Farben. Beziehungsweise hier hat sich PowerPoint schon gemerkt, dass ich das gerne öfter mache. Also ich gehe hier auf Farben anpassen und ich wähle hier entsprechend bei Akzent 1 hier die entsprechende Farbe aus. Abbilden ist ja so eine komische, ja, ist ja irgendwie so ein Verlauf, aber meistens nutze ich da eher sowas wie lila. Ihr müsst also hier bei Akzent 1 eure Institutionsfarbe oder Firmenfarbe auswählen und geht dann hier auf Speichern. Und simsalabim, sind all meine Folien schon in der richtigen Farbe und ihr braucht keine weiteren Anpassungen mehr zu machen. Ich würde sagen, das ging verdammt einfach. Und deswegen kommen wir nun zum nächsten Schritt. Selbst wenn ihr die Folienvorlagen von Expert Slides nicht nutzen wollt, hat dieses Tool, dieses Add-in noch eine weitere Superfunktion, die ich richtig gut finde. Dazu wollen wir jetzt einfach mal eine neue Folie hier reinbringen. Ich lösche mal hier diese komische
Textsache hier, denn wir haben die Möglichkeit, hier direkt nach Bildern zu suchen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video-Tutorial zu Pexels. Da habe ich ja euch ein Add-in vorgestellt, was ihr ganz einfach nutzen könnt, um Bilder in eure PowerPoint zu bringen, die ihr frei verwenden könnt. Und dieses Tool ist hier mit reingebacken. Das heißt also, hier oben bei der Suche könnt ihr zum Beispiel nach E-Learning suchen. So. Und dann findet ihr hier gleich entsprechend tolle Bilder zum Bereich E-Learning, schöne Stockfotos, die mit einem Klick hier drin sind. Also ihr müsst hier nur den Suchbegriff hier oben in Englisch dann eintippen und schon seid ihr dann hier drin. Also wie gesagt, das ist die einzige Einschränkung an dieser Stelle. Ihr müsst hier entsprechend hier die englischen Begriffe immer eintippen, selbst wenn hier steht Suchen. Also eigentlich müsste hier Searching stehen. So, das ist das eine coole Feature. Ihr habt also hier Pexels direkt reingebacken. Nun wollen wir eine nächste Folie einfügen, denn ich denke mal, viele von euch wollen ja vielleicht auch ein paar, naja, nettere PowerPoints machen, wo ein bisschen Bewegtbild mit dabei ist. Und da gibt es hier den Reiter GIFs. Ja, wir alle lieben GIFs hier entsprechend. Und da könnt ihr hier einfach draufklicken und könnt hier zum Beispiel ein Baseballspiel reinbringen. Oder, finde ich ja ganz gut, ach ja, gerade weil heute Montagmorgen ist, wo ich das hier aufnehme, könnt ihr hier auch so ein kleines GIF von einer Katze zum Beispiel mit reinbringen, falls ihr eure PowerPoints darüber ein bisschen aufpeppen wollt. Doch das eigentlich beste Feature, wo ich sage, jawohl, allein dafür lohnt sich dieses Add-in und das Anmelden, ist dieses hier, die Icons. Denn die Icons sind ein sehr mächtiges freies Set. Also das heißt, hier gibt es gar keine Unterscheidung zwischen Pro und Normal, sondern hier könnt ihr alle Icons nutzen, die ihr gerne nutzen wollt. Ich mache einfach mal hier, ich suche mal nach einem PC und ihr seht, hier werden mir unterschiedliche Grafiken vorgeschlagen. Ich klicke hier einfach mal drauf und wie ihr seht, ist das Ganze ein Icon in Vektorformat. Das heißt also, egal wie groß ich das mache, das Ding bleibt immer scharf. Und jetzt kommt sozusagen noch der absolute Unique Selling Point oder wie man es auch immer nennen möchte. Ihr könnt auch hier entsprechend diese Grafiken auch nochmal einfärben. Also ihr könnt hier die Kontur machen, ihr könnt aber auch sagen, nö, den Computer möchte ich auch gerne hier lila machen, sodass es hier in diesem Design bleibt. Und das, finde ich, ist eine super große Hilfe, denn häufig sucht man ja nach passenden Icons oder nach Illustrationen, damit ich meine PowerPoint ein bisschen anschaulicher machen kann. Und ich finde, das ist einer der wesentlichen Stärken von diesem Tool und die könnt ihr alle frei nutzen, diese Icons. Wie ihr seht, ich kann hier durchscrollen, es gibt hier so viele Abbildungen für einen PC oder für, keine Ahnung, man muss ja immer alles Englisch eintippen. Ich nehme mal hier Cloud zum Beispiel. So, oder lädt er ein bisschen, weil es sehr viel Clouds hier so gibt. Und dann habt ihr hier zum Beispiel für alles Mögliche ein Cloud-Icon, sodass ihr hier mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau das Icon findet, was ihr entsprechend braucht. Ich nehme einfach mal hier diese Cloud und passe die hier nochmal übers Grafikformat an. Sagt dann hier einfach, die ganze Cloud möchte ich hier mal ein bisschen dunkler haben, weil ja gerade Herbst wird und da wird ja sowieso alles ein bisschen dunkler. Wie ihr seht, ist Expert Slides nicht nur ein Tool, mit dem ihr entsprechend diese Vorlagen nutzen und einfärben könnt, sondern ihr habt auch einen sehr einfachen Zugriff auf frei nutzbare Medien, die ihr ganz einfach in eure PowerPoint mit reinbringen könnt. Und nun komme ich wie versprochen zu meinem Guilty Pleasure. Ja, mein Guilty Pleasure an dieser Stelle ist es, PowerPoint-Folien zu optimieren. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt und immer, wenn mir ein Lehrender mal so eine PowerPoint zugeschoben hat, gesagt, Mensch, Herr Könitz, können Sie nicht mal meine PowerPoint hier ein bisschen überarbeiten, bin ich darin förmlich aufgegangen und habe das super gern gemacht. Ich weiß nicht, warum es so ist, es ist einfach so. Und ich möchte euch natürlich an meinem Guilty Pleasure teilhaben lassen, denn ich habe geplant, eine kleine Serie zu erstellen, wo ich euch Designprinzipien von PowerPoint-Folien zeige, die ihr ganz einfach anwenden könnt. Und dazu brauche ich natürlich ein paar Beispiele. Also sendet mir eine Mail mit eurer PowerPoint, also den besonders schlimmen PowerPoints in euren Augen oder herausfordernden PowerPoints und sendet mir die an christopher@abbilden.de. Und dann werde ich diese Slides entsprechend umformen nach diesen Designkriterien. Und natürlich bekommt ihr die bearbeitete Version zurückgeschickt. Schreibt mir aber bitte auch noch in die Mail, ob ihr das Ganze anonymisiert haben wollt oder ob ihr beim Namen genannt werden wollt, sodass ich da nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen trete. Ich kann mir vorstellen, bei manchen PowerPoints, die vielleicht nicht ganz so
gut sind in euren Augen, da kann es sein, dass man da lieber den Mantel der Anonymität drüber legt. Also, schickt mir die PowerPoints und dann werden die auch in einem der nächsten Tutorials oder vielleicht einfach mal auch zwischendurch erscheinen, sodass ihr in Zukunft auch ein paar Ideen mitkriegt, wie ihr eure PowerPoints richtig gut auf den Punkt bringen könnt. Also abonniert den Kanal, sodass ihr in Zukunft kein weiteres Video aus der Serie verpasst und natürlich zu den völlig anderen Themen aus dem Bereich E-Learning. Denn das Leben ist zu kurz für schlechte PowerPoints und natürlich auch für schlechten Learning-Content. Denn wie ich euch ja schon in anderen Tutorials gezeigt habe, kann man aus diesen PowerPoint-Folien ja auch Videos erstellen und natürlich auch Lernmodule.